gesamte Sportantum und alle Helfer, die so fleißig mitgeholfen haben. Ja, und den allergrößten Applaus, den kriegt mein Pese in die Nah, weil das war einfach super heute, oder? Jetzt will ich was hören von euch. Ja, gut. Dann fangen wir jetzt an mit den Platzierungen. Den 5. Platz, lobenswert, hat erreicht die Klasse 5C. Das hilft, da kriegt man wahnsinnig viel Energie, Gummibärchen. Also, auf zu spannen und ein schönes. So, die Siegerehrung ist vorbei und ich habe jetzt bei mir Vincent Roth. Er wurde zum besten Teamleiter gewählt und ich habe es auch immer wieder erwähnt während dem letzten Wettbewerb. Es ist ein Wahnsinn, wie er seine Mannschaft antreibt. Schade für ihn und seine Mannschaft, dass es am Ende doch nicht gereicht hat, aber ich denke, insgesamt war es doch ein tolles Erlebnis, oder? Auf jeden Fall, also der gute Wille zählt und meine Mannschaft hat echt eine tolle Leistung abgeliefert. Ich bin sehr stolz. Ja, ihre Mannschaft war auch deswegen so gut, weil sie immer wieder, sie waren der einzige Trainer, der während dem letzten Wettbewerb in der Mitte stand und immer mitgelaufen ist. Das ist wirklich aufgefallen und ich denke, das war ein Faktor, dass sie dann gewählt worden sind zum besten Trainer. Und ich denke, ihre Mannschaft hat viel von ihnen mitgenommen. Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr an meine Kindheit zurückerinnert gefühlt, als wir damals noch in der 5. Klasse waren. Ja, und ja, ich habe die Euphorie mitgenommen und habe es, denke ich, meinen Spielern meiner Klasse gut vermittelt. Ja, ich denke auch, die Stimmung, es war einfach ein Wahnsinn. Also, dass Fünftklässler viel Stimmung machen können, ist klar, aber dass es so abgeht, hätte ich vorher nicht erwartet. Du? Nee, gar nicht. Ich bin hellauf begeistert. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und wir nehmen jetzt noch ein paar Eindrücke von der Siegerehrung mit. Dankeschön. So, wir haben es gerade erfahren. Roth gewinnt also diese Olympiade verdient. Sie waren einfach über die gesamte Olympiade hinweg das konstanteste Team. Und wir werden auch gleich noch mit Peter Schwertschlager reden, aber vorher wollen wir mal in das Siegerteam reinhorchen. Wie geht's euch so? Ja, super! Einfach geil, super! Das ist ein super tolles Gefühl. Hallo, ihr habt gewonnen! Wirkt sich das jetzt auch positiv auf eure Noten aus? Nein, aber trotzdem ein cooler.
Dann gehen wir mal zum zweiten Platz. Das ist die Mannschaft von, vom besten Trainer. Also, zumindest wurde er zudem gewählt von Vincent Roth. Schauen wir mal, was die so sagen. So, seid ihr denn zufrieden mit eurem zweiten Platz? Ja! Aber besser als Fünfter, Vierter und Dritter, oder? Ja! Schlägt euch die 5B immer? Keine Ahnung. Okay, da wünsche ich euch viel Glück. Zum Beispiel beim SNV-Turnier oder so dieses Jahr. Macht das sicher auch mit, wie ich euch kenne. Ja, Herr Schwertschäger, Sie waren ja jetzt zwar nur kurz da, aber haben trotzdem, glaube ich, gesehen, was hier für eine tolle Stimmung war, oder? Ja, habe ich gesehen. Ich bin total begeistert und gratuliere auch dem ganzen P-Seminar und allen, die beteiligt waren, zu der tollen Veranstaltung. Professionell aufgezogen, professionelle Feierer, also wie man es sich wünscht. Ja, muss ich auch sagen. Also es war wirklich den ganzen Tag über heute, es gab kaum oder fast überhaupt keine Fehler hier in der Organisation. Es war top. Und alles hat gepasst und die Stimmung vor allem bei den fünften Klassen waren super. Und ich denke, man kann sich das mal merken für die Zukunft. Vielleicht kommt sowas irgendwann wieder mal zustande, auch außerhalb des B-Seminars. So, die Olympiade ist vorbei. Die Sieger stehen fest. Gewonnen hat die 5B, das rote Team, und Zweitplatzierten sind die 5D. Wir haben ja je zwei Mitglieder. Zuerst wollen wir die Sieger befragen. Wie fühlt sich denn der Sieg an? Ja, der Sieg ist echt unglaublich. Das war wie ein Wunder. Wir haben echt an uns gezweifelt, aber wir haben echt nicht gedacht, dass so etwas kommt. Also das ist ein echt geiles Gefühl. Ja, das, also wie er schon sagt, das ist echt ein cooles Gefühl, einfach Erster zu sein von so fünften Klassen. Und ja, einfach hier mitzumachen dürfen ist auch schon super und dann auch noch einen ersten Platz zu machen, ist einfach cool. Ihr habt ja schon zwischenzeitlich geführt und dann habt ihr aber doch ein paar Spiele verloren und es wurde dann doch nochmal eng, aber am Ende habt ihr dann doch klar gewonnen. Das zeigt doch, dass ihr eine ziemlich starke Mannschaft habt. Ja, unsere Mannschaft hat auch einen guten Teamgeist. Wir haben auch viele starke Mädchen in unserer Klasse. Die Jungs haben sich auch sehr gut benommen. Vor allem einen, der da vorne steht, der hat beim Tauziehen nicht mitgemacht. Die haben gesagt, lass lieber den Stärkeren. Aber der ist trotzdem wacker geblieben, hat trotzdem bei den anderen mitgemacht und hat innerlich schon gesagt, ich mach mit. Und das alles hat, wir hatten echt guten Teamgeist. Das kann man eigentlich nicht sagen. Gut, jetzt gab es natürlich außer den Gewinnern auch noch Zweitplatzierte unter anderem. Und da haben wir diese zwei. Ihr seid nur Zweiter, Erster wärt ihr auch gern geworden, aber könnt ihr mit dem zweiten Platz trotzdem leben? Ja, glaube ich schon, weil zweiter Platz ist auch ein Platz. Zweiter Platz ist auch ein Platz, das ist richtig. Wie fühlt sich für dich der zweite Platz an? Also, ich wäre natürlich auch gern Erster, aber Zweiter ist in Ordnung, ist auch besser als Dritter. Ja, fühlt sich eigentlich auch cool an. Also. Ja, insgesamt habt ihr ja bis zum Schluss den roten Paroli geboten und es war doch ein enges Rennen noch. Da hat euer Teamleiter hat euch ziemlich angefeuert, wurde ja auch zum besten Trainer gewählt. Was sagt ihr dann zu Vincent, eurem Teamleiter? Also ich fand es eigentlich ganz gut, weil die anderen, wir haben uns dann auch Regeln aufgestellt beim Tauziehen. Bei manchen waren die Schuhe einfach so rutschig und dann haben wir gefragt, toll, was können wir machen? Und dann hat der Teamleiter uns halt auch gesagt, was wir machen könnten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Feiern noch mit dem Pokal, vor allem euch natürlich, und dann noch einen schönen Nachhauseweg. Danke, tschüss. So, wir sind jetzt auch fertig mit unserer Übertragung. Ich bitte nochmal unseren Experten, Ex-Bundestrainer Fabian Heim. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und wir haben viele schöne Experten-Kommentare von Ihnen gehört und Ihnen will ich jetzt auch das Schlusswort überlassen. Ja, in der Tat, Schlusswort. Vielen Dank fürs Anschauen. Das war wieder ein sehr schönes Festival, das uns hier heute geboten wurde. Sportliche Meisterleistungen konnten wir hier bewundern und ich denke, diese fünften Klassen haben eine große Zukunft vor sich und ja, das war's dann auch schon wieder. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich von der Sporthalle Augsburg. Wir halten fest, ein richtig tolles Turnier und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.